Tonfall rüber. Ja. Das ist halt das einzig Doofe an der ganzen Sache. Ansonsten, also es hat schon eine ganz coole Story, es hat schon sehr, sehr schöne Charaktere und es werden halt sehr coole Sprüche sogar geliefert. Sogar halt auch da hat man mir schon gesagt, hat man versucht Humor, also hat man mir nicht gesagt, ne? Ich bin nicht da hin, hab gefragt, sondern ich habe das gehört oder gelesen. Da hat man schon versucht Humor mit einzubringen, was ja, wo ja Witcher 3 sehr auch von lebt, von dieser Art, und das kommt ja so super rüber. Und es hat sogar tatsächlich jemand erklärt, weil tatsächlich einzige Teile oder Wörter oder Aussprüche, die ich verstehe, ist halt genommen und immer wenn ich verstehe kommt, ist es halt dieses ich verstehe. Ne? Mhm. Nicht so ich verstehe oder ich verstehe oder ich verstehe, sondern es ist halt immer das Gleiche. Ja. Und das haben die, weil es wahrscheinlich günstiger war oder nicht anders ging oder man halt Platz sparen musste oder so. Ja, ja, es ist halt alles relativ monoton, damit man es halt eben zusammenschneiden kann, klar. Aber es ist... also wie gesagt, die ganze Spieleserie ist schon sehr cool. Da sind schon viele Gags drin. Und das passt halt, das gehört einfach auch zu diesem, das gehört halt einfach zu dieser Hexerwelt. Hey, Livestream, Gedanken sind. Mach ich doch! Aber ich will ja nicht unhöflich sein. Andersherum, ich bin ja nur Gast. Klar kannst du unhöflich sein. Im Moment bist du auf dem Chefsessel, alles gut. Darfst du nicht raustappen. Genau, ich darf noch nicht raustappen. Dann fällt wahrscheinlich der Strom im ganzen Haus aus und wir müssen die Hochzeit absagen oder so. Hey, ist doch wahr. Wieso geht jetzt mein Handy wieder aus? Apropos Handy, was meinst du? Habe ich das wirklich auf dem Klo gelassen? Du hast es mit rausgenommen? Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Aber dieser kurze Moment Panik, ne? Ja. Geil, ja, oder? Da ist man sofort, immer sofort dabei, so, oh, alles klar. Kennt jeder, tut nicht so. Kennt jeder. Und das Schlimme ist, jeder hat auch schon mal irgendwann irgendwo was liegen lassen. Aus Versehen. Absichtlich lässt man ja auch nichts liegen. Und ich hab dann mal aus Spaß mein Handy liegen lassen, weil kickt. So, also wir müssen jetzt einen Trank für Triss brauen. Im Klo. Ja. Ja, das ist halt der Moment, wo man das Handy nun mal aus der Hosentasche nehmen muss. Zumindest als Frau. Ich weiß nicht, wie ihr Kerle das so macht, aber... Jetzt muss ich überlegen. Ja, okay, stimmt. Die sind ja alle so groß. Also, tatsächlich. Eine Freundin hat es tatsächlich geschafft. Sie hatte halt ihr Handy in der hinteren Hosentasche und halt, ne, vom Winkel her. Bums. Genau. Autsch. Ein paar neue Namen. Ich bin ja so ein Namengucker, ne? Ja. Yeah. Prinzessin Yumi finde ich cool. So, Moment, Quest. Ja, drücke Quest, um eure nächste Mission zu sehen. Wähle die Quest Trank für Triss. Dann Linksklick auf Quest verfolgen und okay, dann folgen wir roten Pünktchen. Also, bisschen Tutorial. Ja, ich weiß. Quest, Triss, verfolgen. Ha, schaut mal, schöne Karte. Schöne Pünktchen. Da sind wir. Schattenwolf mache ich auch nicht. Treppe zur ersten Etage, was ist das? Wahrscheinlich sind wir aus dem Alter raus. So. Wir sind raus aus dem Alter, wo man das Handy mit aufs Klo nimmt. Ich nehme mein Handy auch nie mit auf dem Klo. Du hast keine Kinder, ne? Nein. Das siehst du. Auf dem Klo ist die einzige Möglichkeit, Mails zu checken, WhatsApp zu schreiben oder sonst irgendetwas. Ich nehme alles zurück. Okay. Ich nehme alles zurück. Wolf hat sie recht wahrscheinlich. Und jetzt bin ich gespannt, hast du Kinder? Aber wenn du kein Handymensch bist, ist dir das wahrscheinlich sowieso wurscht. Wumpe! So, die Sonne, die habe ich vorhin den Vorhang zugerissen, ne? Weil ein Strahl Sonne durchkam. Der ist jetzt schon wieder vorbei. Fängt ja auch in 15 Minuten die Musik an beim Festival. Da kannst du dann auch wieder schütten. Oh. Jetzt flieg! Aber... Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Sucht! Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Komm, wir suchten. So bescheuert. Ich muss euch etwas erzählen. Was muss ich ihm denn erzählen? Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit.
Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Und die nächste Frage muss sein, wo bekomme ich Alkohol her? So richtig, damit man auch... Entschuldigung. Wir sehen uns das später. Das ist aber tatsächlich so dieser Alchemie-Aspekt. Natürlich basieren alle Zaubertränke auf alkoholischen Sachen. Hast du jetzt einfach weitergemacht? Ja klar, ich weiß auch, wo die Dinger sind, hat er doch gesagt. Das sind ja nur Optionen für den Fall, dass man es vergessen hat oder jemand reingequatscht hat. Aber da ich mitgelesen habe, war es egal, dass du reingequatscht hast. Das wäre dann ich. Dann viel Spaß im Schrank, im Kleiderschrank oder was? Genau. Tradition zu sammeln, nächste erfolgreiche Zutaten. So, um diesen? Ja, ihn. Dann bitte nach rechts in den Vorhang. Und nicht nach links auf mich. Ich werde mich bemühen. Habe ich jetzt tatsächlich? Nee, ich dachte. Also. Ist ja er draußen auch? Was ist hier los? Irgendwas ist hier. Irgendwas ist. Was ist denn nach oben? Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Wo musst du denn hin? Ich muss nach oben zu den Schlafsälen. Da vorne. So. Ich liebe übrigens diese enorm lange, enorm große Treppe ohne Geländer, die da auch irgendwie endet. Mist. War nicht die, das ist der falsche Turm. Kannst du nicht springen? Nee, ist keine freie Welt. Bedeutet aber auch, ich kann nicht runterfallen. Alles hat seine Vorteile. Das ist dann doch ein Spiel für mich. Also wie gesagt, nach links abbiegen ist echt schwierig. Das erste Spiel mit Kämpfen war Hellblade, ne? Mhm. Ich bin nicht einmal beim Kämpfen draufgegangen. Ich hab das echt gemacht und mit Absicht und ausgewichen und blockiert und alles hat super funktioniert. Ich habe mir fast meine Hände gebrochen dabei, aber es hat funktioniert. Und ich falle dreimal von so einer Planke. Weil war windig. Kann man ja mal von so einer Planke fallen. Als Superheldin, ja? Ja, aber das ist es ja gerade, ne? Das ist aber auch sozusagen die Problematik bei sowas, wenn du halt die Schwierigkeit runtersetzt. Das Einzige, was du runtersetzt, sind tatsächlich die Kämpfe, das heißt die Kampfwerte deiner Gegner. Aber so andere Dinge, wie halt zum Beispiel wackelnde Planken oder Feuersbrünste oder ja, ähnliches, halt nicht. Das ist halt auch blöd. Die setzen halt wahrscheinlich Sachen voraus, die halt wirklich Pillepalle sind. Ne? Wenn du halt so eine Planke gehst, dann musst du halt mal gegenlenken. Aber ich dachte... Was hab ich denn gerade genommen? Entschuldige. Ja, sprich. Da dachte ich halt, du musst mit dem Mauszeiger, also mit der Maus dagegen lenken. Ja. Musst du dann aber nicht. In dem Fall musst du mit B und D dagegen lenken. Ah, okay. Und das habe ich natürlich nicht gerafft. Beim ersten Mal wusste ich es gar nicht. Hm. Beim zweiten Mal habe ich versucht, gegenzulenken, ging nicht. Und dann bin ich zu spät drauf gekommen, dass man mit B und D irgendwie dagegen lenken muss wohl. Das war blöd. Und beim vierten Mal bin ich einfach gerade ausgegangen, hat funktioniert. Noch ein Rest. Ein Banditenrest. Ein Rest Salamander. Wir machen Häufchen. Ich lass euch quieken. Quieken? Kann es mich quieken? Ja. Jetzt nicht mehr. Ich will zum Thema Humor. Lass mich quieken. Übrigens ist auch das eins dieser Spiele. Du bewegst dich ja hier in so einer bestimmten Bewegung. Wenn du dein Schwert gezogen hast, bist du schneller. Was dazu führt, dass man regelmäßig Let's Plays sieht, wo die Leute mit gezogenem Schwert irgendwo die Botanik rennen. Diese Blutspritze sind auch total geil. Ja. Nach einer Gaußschen Normalverteilung. Kaltherzgeschenk, oink, oink. Werwolf. Gerade zwei Typen, beide auf dem Weg zum Festival. Zur Erklärung, das Festival ist sehr hardcore-mäßig. Ja? So. Auch mit zwei schwarzen Westen wie ich. Der eine erkennt die Bändlung, ist auf meiner nicht. Und die ist ein Trick. Ah, ja, sehr geil. Fremder Metaller mal meine kleine Tochter verwirrt. Die ist halt einen Papa gewöhnt mit Vollbart, langen Haaren und halt komischen Männchen mit komischen Gesichtern und viel Blut auf den T-Shirts.
Und dann stand, was war, keine Ahnung, ein bisschen mehr als ein Jahr, stand sie im Einkaufswagen in der Schlange und vor ihr stand, also davor stand jemand, der ebenfalls so aussah. Der Spruch meiner damals knapp einjährigen Tochter war, noch ein Papa. Noch ein Papa. Was hat Talos denn? Seif, danke Tina. Dann kann ich heute Arc auch wieder vergessen. Wenn er jetzt den Käse spielt. Ich spiele gar nichts. Obwohl, was für ein Käse? Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und so machen. Und wir blenden dich aus. Und könnte so tun, als würde ich das mit der Kraft meiner Gedanken lenken. Cool. Und Talos ist... Furchtbringer, haha. Das ist genau die Literatur, die ich brauche. Eigentlich ist es bislang sehr lustig. Also zumindest für uns ist es sehr lustig. Wir nehmen das gerade auch nicht so ganz so ernst übrigens. Außerdem ist das nicht das Käsespiel. Das Käsespiel ist Dragon Age Inquisition. Das ist Witcher 1. Was es nicht viel besser macht übrigens, gerade eben so, ne, dass es Witcher vorsteht. Es ist eigentlich sehr lustig. Hast du das schon durchgespielt? Nein, ich habe nicht geschafft. Im Ernst? Ja, also nicht im Sinne von, ich habe es nicht geschafft, schwierigkeitsstufenmäßig, sondern ich habe es nicht durchgehalten. Ach so, wie lange hast du gespielt? Keine Ahnung, muss ich nachgucken. Also ich bin in der, also das Ding hat glaube ich 4 Akte oder 5 Akte und ich bin im dritten Akt. Was war denn so nervig? Die Steuerung. Ja, erstens das, also du bist halt sehr langsam unterwegs. Hauptsächlich nervig war, dass du die Charaktere nicht mehr unterscheiden konntest irgendwann mal. Also die haben halt nicht sehr viele Masken, was bedeutet, die Questgeber sehen immer alle gleich aus. Und wenn du dir halt nicht exakt gemerkt hast, von welchem Questgeber du welche Quest gekriegt hast und welche du jetzt abgeschlossen hast, rennst du halt einmal quer durch die ganze Stadt, nur um festzustellen, nee, das war der falsche Typ mit dickem Bauch und komischem Turban. Dann musst du rennen zu einem anderen dicken Typen mit komischem Turban. Und dann stellst du fest, nee, der war's auch nicht. Also Mist, wer war es denn jetzt? Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das war halt irgendwann mal dann doch zu viel. Oh, ich hab einen. Oh, ein Dolch. Anderen Dolch, kann ich den? Also, aber wenn dich das so genervt hat, dass du aufgehört hast, dann brauche ich es gar nicht erst anfangen, im Ernst. Ja, ich glaube, durch dich, für dich, das ist nicht cool. Was ist das denn? Eine Rüstung. Na, vielleicht ist ja jetzt alles anders, ne? Weil blöde wir Kommentare. Den Grashüpfer platt gemacht haben. Ah, es wird, also ich glaube, so viel anders wird es nicht werden, aber den Grashüpfer platt zu machen, war schon ganz gut. Und was sich dadurch ändert. Ich glaube nicht viel, aber. Nee, ich glaube, wie gesagt, nach links gucken ist schwierig. Da. Meine Nase juckt. Meine Nase läuft. Das ist nicht besser. Also, renne hier nur deswegen so ein bisschen durch die Botanik, weil ich auch noch ein bisschen looten möchte und ein bisschen mich Ausrüstung haben möchte, weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, allzu viel zu plündern in der nächsten Zeit. Geil. Ich würde, damit ich nur so im geringsten die Chance habe, dieses Spiel mal zu Ende zu spielen, weil ehrlich gesagt reizt es mich ja schon. Oh, Ratten. Die haben keine Angst vor mir, na, was für ein Zufall. Also, sag mir, nach links gehen. Hey, nichts gegen Typen mit dicken Bräuchen, ja? Okay, Turban ist komisch, aber nichts gegen meine Wampe. Also Schattenwolf, du wirst mir immer sympathischer übrigens. Also ich habe auch nichts gegen die Wampe, aber wenn die alle gleich aussehen und ich mir nur merken muss, welche Farbe die Schärpe hat, ist das schon ein bisschen eine Herausforderung. Talos ist böse. Dina, geh weg. Keine Sorge, komm her. Können wir gerne tauschen. Aber Tina, ohne Scheiß, also ja? Du bist hier gerne jederzeit willkommen, wenn du Witcher 1 und vielleicht danach 2 spielen willst, sehr gerne. 3 lasse ich mir nicht nehmen. Das ist alles gut. Witcher 3 habe ich auch schon zum Erbrechen gespielt. Dementsprechend ich bin sehr, sehr gespannt darauf, dass du das machst. Daher, wenn Tina sowas sagt, dann habe ich Angst. Nö. Ah, ich glaube, das wird lustig. Genau, eben. Ich glaube wirklich, das wird lustig. Das ist der Aspekt. Seht uns jetzt eigentlich. Ist noch irgendwas? Oh, müssen wir da noch